Andreas! Wo ist meine Latte? Mensch! Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Schatzi, ich bin auf dem Weg und mit mir kommt die Latte. Find die nicht so gut. Ja, dann bitte schnell. Ich hab schon 15 Minuten meine Augen auf. Was soll das? Fertig! Mensch, toll, dass wir uns hier treffen. Dann kann sie ja losgehen. Hilfe! Selten hat der geübte Zeppin-Zuschauer so eine Drama-Queen bzw. einen Drama-King gesehen. Schritt 1. Zitrone, ne? Und drückt ihr das bitte auf dieses Fleisch da rein, dass da ein bisschen Saft reinkommt. Ne? Wunderbar. Geil. Schritt 2. Wir nehmen jetzt das Fleisch. Ihr könnt den auch gerne mit Messer teilen. So wie ein Fleisch. Ein bisschen mit dem Knoblauchsauce und so. Ein Orgasmus im Mund. Köstlich. Steck das in den Mund jetzt. Mach das! Steck das in den Mund! Ich glaube, die Menschen brauchen nicht nur die Corona-Impfung, sondern auch eine Impfung gegen Dummheit. Etepetete, kann man sagen, ja. Die Deutschen wissen genau, wieso sie in die Schweiz kommen. Raclette-Käse, und der ist in Deutschland, den man da kriegt, nicht so gut wie in der Schweiz. Raclette, ganz klar, Raclette. Wir wollen einen Raclette-Käse holen. Weil das ist ja schon mucho exklusiv. Dieses Jahr erhält der Weihnachtsmann Unterstützung aus der Luft. Kaum am Boden angekommen, ist er immer noch ganz durch den Wind. Dong. Hat sie den Sack abgekriegt? Jesus, help me! Mit einer Kunstaktion fordert Rainer Opolka US-Präsident Donald Trump auf, das Weiße Haus zu verlassen und sich bei der Amtsübergabe fair zu verhalten. Der Bildhauer hat diese Figuren am Brandenburger Tor in der Nähe der US-Botschaft aufgestellt. Die je 300 Kilo schweren Bronzekrieger tragen Augenklappen und Perücken, die an Trumps Frisur erinnern. Sollte Trump an der Einführungszeremonie des gewählten Präsidenten Joe Biden teilnehmen, wolle Opolka ihm 10 Skulpturen schenken. Danke. Und das, obwohl es eigentlich offiziell nur noch erlaubt ist, das Haus mit einem triftigen Grund zu verlassen. Den habe ich immer. Bullshit. Und dieser Job hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Was lacht ihr so? Was war das für ein Job? Sag doch. Im Erotikshop. Oh, ja. Oh. Ja. Aber hallo. Ja, das ist interessant. Da läuft etwas. Wenn sonst nichts läuft im Dorf.